Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volkshill-Map. So, wir machen hier mal direkt weiter. Der soll wieder abfahren. Den müssen wir dann aber natürlich noch einen Drescher zuweisen. So, Hammer, wunderbar. Auf der nächste. Der soll mähen. Und hier bin ich mal ganz ganz gespannt. Ich habe einen guten Tipp bekommen, wie wir hier besser das Ganze über Cosplay einsammeln lassen können. Hört sich kompliziert an. Dreifache Arbeitsbreite einstellen. Also einen neuen Kurs machen. Dreifache Arbeitsbreite. Zweimal mit Versatz, einmal ohne Versatz fahren lassen und immer symmetrischen Bahnwechsel und so weiter. Und dann soll das funktionieren. Wie gesagt, das hört sich kompliziert an. Wer sich mit Cosplay ein bisschen auskennt, glaube ich, der kann das vielleicht sich schon so ein bisschen vorstellen. Auf jeden Fall werden wir es dann natürlich probieren. Ich schalte ihn mal an. Er klappt auch los, dann kann er hier schon mal mähen. Ich würde sagen, hiervon... Ey! Ey, sag mal, so fangen wir aber nicht an, mein Freund. Ich wollte hier gerade anfangen, ein schönes Bildchen zu machen. Und dann mähst du hier komplett neben deiner Bahn. Hier ist deine Bahn. Hier sollst du loslegen. Gut, so, lassen wir da noch ein bisschen die Wegpunkte wegfahren. Und zack, Screenshot. Haben wir auch schon das Thumbnail. Wunderbar. Dann gehen wir hier weiter durch. Der ist hier am Sähen. Also der darf auch weitermachen. Nächster Tab. Haben wir hier einen, der ist am Grubbern. Der darf auch weitermachen. So, und dann haben wir hier noch einen Drescher. Der darf natürlich auch weitermachen. Ja, und dann haben wir... 5 Fahrzeuge im Betrieb und selber nichts zu tun. Wieder herrlich. Ja, ich hoffe, man hört nicht so zwischendrin ein leichtes Klappern. Ihr wisst ja, ich habe da jetzt so ein paar Probleme mit meiner Stimme. Und ja, heute helfe ich mir ein bisschen mal aus mit so einem bekannten Kräuterbonbon. Ihr wisst schon, wer hat's erfunden? Ja, also so viel ohne die Marke da jetzt wirklich zu nennen. Hoffe... Es hilft, Alpensalbei schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Das muss ich auf jeden Fall mal sagen. So, und dann könnte ich ja eigentlich... Eigentlich könnte ich ja hier reinspringen, kann den hier entlassen und dann fahren wir wieder selber ab. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Und in der Zeit könnte ich hier auch schon mal den Kurs vorbereiten für das Gras sammeln. Das heißt, hier werden wir jetzt erstmal noch den Drescher abtanken. So, der Tempomat ist viel zu flott. Da. Unterhalb der Hupe ist mein Tempomat aktivieren. Ich habe das G27 und da habe ich ja am Lenkrad selber diese roten Tasten links und rechts. Und eben auf der rechten Seite oben Blinker rechts, in der Mitte Hupe und unten eben Tempomat ein, Tempomat aus. Und auf der linken Seite haben wir dann eben den Blinker links oben. Der mittlere ist das Licht vorne und der untere ist das Licht hinten, das Arbeitslicht. So ist also hier meine 3 oder meine 6 Lenkradtasten angelegt, die ich da habe. Und die Schaltwippen, das ist hier zum Ran- und Wegzoomen. Da habe ich die genommen. Ja, und ja, dann natürlich hier über meine Schaltkonsole, über die Seitenkonsole auch jede Menge weitere Funktionen belegt. So, jetzt muss ich aber doch überlegen, wie mache ich denn das? Ich glaube, wir halten hier nochmal kurz an. Wir springen nochmal kurz hier in den Deutz rein. Und schauen nochmal, was hat denn der hier für eine Arbeitsbreite. Wir haben hier 3 Meter stehen. Wir haben da 3 Meter stehen. Hatten wir die auch eingestellt? Das ist die gute Frage. Aber es könnte sein. Wir arbeiten jetzt einfach mal mit 3 Meter. Also lässt sich natürlich dann auch einfach errechnen. So, komm, wir tanken nochmal ab.
Lässt sich einfach rechnen. Also dreifache Arbeitsbreite, 3 mal 3 ist 9. Schöne Quadratzahl, hat jeder in der Schule gelernt, kriegt jeder hin. Also wir müssen dann mit 9 Meter Arbeitsbreite... So, bleib mal stehen, dass du hier noch... das noch abnehmen kannst. Ey, du Saftsack! Ich wollte dich noch abtanken. Jetzt ist egal, jetzt fahre ich zum Hof. Dann bleib ich stehen und dann bleibt der nicht stehen. Sowas aber auch. So, Innenansicht. Also 9 Meter Arbeitsbreite. Wenn wir dann einmal mittig fahren, haben wir also immer die mittlere Bahn weg. Bleibt links und rechts eine liegen. Das heißt, zwischen den Bahnen bleiben dann immer 2 Schwaden dementsprechend liegen. Dann machen wir einmal mit 3 Meter Versatz nach links. Beziehungsweise stimmt das? 3 Meter nach links? Muss ich da 3 Meter? Jetzt muss ich... Nee. Oder doch? Ja doch, 3 Meter nach links und einmal mit 3 Meter nach rechts. Doch, kommt hin. Ich war gerade ein bisschen anders mit nur halb zur Seite, aber das ist ja nur, wenn wir dann zweifache Arbeitsbreite haben. Zum Beispiel eben hatte ich das neulich dann auch mal ausgetestet in einem anderen Spielstand mal eben, ob das wirklich so gut funktioniert mit 2 Drescher gleichzeitig über Cosplay, aber funktioniert einwandfrei, wunderbar. So, weiter geht's. Und dann, wie gesagt, können wir da den Kurs natürlich schon mal vorbereiten. Das heißt, wir gehen mal hier hin, löschen das mal raus. Arbeitskurs, Kurs generieren. Da brauchen wir den Feldrandkurs 6 und Arbeitsbreite haben wir gesagt 9 Meter. So, das können wir auch mit dem Mausrad machen, dann geht das was schneller. 9 Meter. Startecke ist Nordost und gefahren wird nach West. So, Nordost nach West. Und am Startpunkt enden, ja, muss aktiviert werden, damit derjenige eben dann auch schön auf seinen Wegfahrkurs dann eben draufkommt. Den habe ich ja hoffentlich auch gelassen. Wir generieren das Ganze jetzt erstmal, speichern es unter 6 Gras sammeln. So. Haben wir das also mal drin? Haben wir das schon mal vorbereitet? Ich schaue mal noch kurz. Abfahrkurse. Ja, 6 Lagersilo ist vorhanden. Und dann können wir das nachher ausprobieren. Vorher muss da natürlich noch ein bisschen gemäht werden. Wir lassen also wirklich unseren Deutz da fertig mähen. Und ja, dann kann der Deutz das Ganze natürlich auch einsammeln. Ja, jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen schneller. So, hier auf 10 km/h. Und dann hat er nur noch eine Bahn nach unten. Das heißt, die können wir dann auch noch machen. Da können wir dann noch nebendran herfahren. Das sollte doch in den Anhänger noch mit dazu passen. Ja, und dann ist das Feld fertig gedroschen. Es ist schon ein gutes Stück gegrubbert und es ist sogar schon das erste bisschen an neuem Saatgut drauf. Also wir sind hier wirklich super zeitig. So, ich nehme mal gerade noch einen Schluck Kaffee. Ich hoffe, das macht jetzt nicht zu dolle Geräusche. Ich habe mir hier so bei meinem Lieblingsbäcker einen Kaffee to go mitgenommen. Ja, doch, geht. Ist relativ einfach. Wenn der oben durch dieses kleine Loch im Deckel dann anfängt Luft zu ziehen. Das zischt manchmal ein bisschen, aber das ging jetzt. Oh, den muss ich auch langsam trinken. Der fängt auch schon wieder an, kalt zu werden. So. Dann können wir eigentlich hier mal aussetzen, lassen den mal weiterfahren, da wenden und auf dem Rückweg nehmen wir den dann nochmal was ab. Und wie machen wir das Ganze dann? Also wie gesagt, wir laden jetzt den Kurs mal, dass wir uns das anschauen können. Da gibt es dann, hier ist es, Bahnversatz. Der wird dann genutzt, ohne Einstellung fährt er eben mittig. Das heißt, wir haben jetzt 9 Meter, wir haben also hier eine
Schwad liegen, hier eine Schwad liegen, hier eine Schwad liegen. Fährt er mittig, sammelt er die mittlere Schwad ein, dann kommen hier 3 Meter rechts. Dann sammelt er hier die Schwad an und dann kommen in die andere Richtung, also Mausrad runter, 3 Meter links, dann sammelt er diese Schwad dann ein, die wir uns hier imaginär vorstellen, und hier symmetrischer Bahnwechsel, den müssen wir dann also noch aktivieren. Das ist also das, was wir dann ausprobieren. Es hört sich wirklich eigentlich einfach simpel an, dass es wirklich sogar funktionieren muss, so einfach wie es ist. Und ja, der Kommentar kam von Mr. Human Mimic, wenn man es so ausspricht. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Ja, also hier auch nochmal vielen Dank für die Anregung auf jeden Fall, und wir werden es probieren. Ich hoffe, es funktioniert dann hier auch. So wie sich das ja angehört hat vom Kommentar, machst du das bei dir schon so. Also dementsprechend gehen wir hier auch wirklich von aus, dass funktioniert. So, ich mache mal 1 km/h weniger, dass hier das Abtankrohr ein bisschen mittiger vom Anhänger kommt. So. Der Crystal, der muss dann auch aufgetankt werden, okay. Aber wir machen jetzt erstmal hier die Drescherbahn fertig. Dann können wir den Traktor erstmal unten stehen lassen, springen in den Drescher, weil der fährt natürlich dann auch quer hier übers Feld und möchte dann oben am Feldende warten. Das könnte dann Probleme geben, gerade mit unserem Saatgutmeister, wenn der dann Saatgut auffüllen möchte. Das heißt, dann werde ich als allererstes mal mit dem Drescher zum Hof fahren. Denn dort müssen wir ja dann auch Schneidwerkswechsel vornehmen, also Maisgebiss weg, Kornschneidwerk mit Schneidwerkswagen anhängen, holen. So, ich mache nochmal ein bisschen langsam, zoom nochmal ein kleines bisschen raus, hier ein bisschen nach oben. Ich glaube, dann bleiben wir da weniger mit der Kamerakollision dann hängen, dass wir da ab und zu so nah ranstoßen wie eben. So, und wenn der Drescher dann auf Feld 15 ist, dann kann ich dem Traktor eigentlich den Befehl geben, dass er da abtanken soll. Dann lassen wir das wieder über Cosplay laufen, kümmern uns um den Crystal, dass der mal aufgetankt wird. Noch hat er 16% Diesel im Tank, also der kommt hier noch einen kleinen Moment weit. So, warte mal, wir machen es schon mal ganz anders. Wir sagen hier Abfahrkurs Feld 10 Lager Silo. Sagen dem Abfahren, sofort abfahren, am letzten Wegpunkt warten. Sah er jetzt schon als letzten Wegpunkt. Also nochmal ein Stückchen hier weiter. Gerät muss nicht entladen werden. Ja, du sollst ja auch zum Hof fahren. Dein Kram wegbringen. Die Aufgabe erledigt. Klar, wir haben hier noch den falschen Kurs drin. So, jetzt. Ende der Route erreicht. Nein, hast du nicht. Fahr noch mal ein Stück weiter. Probieren wir es hier noch mal. Nee. Gut, dann lassen wir den jetzt erstmal so weiter düsen. Rostzellmech, so, den entlassen wir, den können wir ausschalten, Schneidwerk zusammenklappen. Ja, zum Fahren können wir eigentlich auch den Drescher an sich zusammenklappen. Komm, wir fahren nicht durch das frisch angesäte durch. Cosplay würde das machen, hier ist eigentlich schon, ja, eigentlich schon eine Unverschämtheit, dass wir durchs frisch gegrubberte fahren. So. Wie gesagt, der muss jetzt als allererstes mal zum Hof Schneidwerk wechseln. Und dann geht's auf Feld 15 Roggen. Das erste Mal in diesem Let's Play, dass wir Roggen ernten. Sehr, sehr schön. Wir schauen mal auf der Karte. Der Deutz, ja, ich glaube, der hat noch 3, 4, 5 Bahnen hat er noch, aber der ist auch schon über die Hälfte deutlich drüber. So. Was macht der Forterra? Der eiert dann noch mit 10 km/h übers Feld.
Das hat zumindest den Vorteil, dass wir dann da gleich nochmal in aller Ruhe eingreifen können. So, eigentlich packe ich meine Sachen immer sauber weg. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt nochmal eben schnell mit dem Kerscher hier übers Maisgebiss drüber gehen. Da halten wir mal hier an. Und dann gehe ich aber nochmal eben schnell hier rein. So. Nein, weiterfahren, weiterfahren. So. Och, Jung, du sollst zum Hof. Du sollst zum Hof. So. Da macht das jetzt wunderbar. Und jetzt sagen wir, letzten Wegpunkt oder Trigger warten. Und hier noch schnell Maisgebiss sauber machen. So dreckig war es ja nicht. Also hier zweimal links, zweimal rechts, einmal vorne quer drüber. Und jetzt sollte das Ganze doch schon sauber sein. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.